Jack Tango erzählt Sagen, Staffel 3. Der Riese im ehemaligen Urwald bei Emsbüren. Bei den Mehringer Hühnensteinen haben Riesen auf ihrer Wanderung die Holzschuhe ausgeschüttet. Dabei sind auch diese Steine mit herausgefallen. Als später wieder mal ein Riese in der Gegend kam und die Steine fand, spielte er mit ihnen nach kindlicher Art, indem er einige von ihnen auftürmte und sie dann mit der anderen wieder umwarf. Der Lärm setzte ganz Emsbüren in Schrecken. Alle fürchteten und zitterten. Der Riese könnte jeden Tag kommen, um sie der Reihe nach zu verspeisen. Da kam ein altes, mageres Schneiderlein auf einen klugen, freilich auch gefährlichen Einfall. Aber der Schneider hatte Mut und wollte Emsbüren retten. Er sagte: Gebt mir 12 Paar verschlissene Schuhe. Die bind ich paarweise zusammen, häng sie um und gehe so zu dem Riesen. Seine Bitte wurde erfüllt und ohne Zagen machte er sich auf den Weg. Als er bei dem Riesen anlangte, spielte dieser eben wieder mit den Steinen. Verwundert hielt er inne und fragte: Woher kommst du, altes, mageres Kerlchen? Der Schneider antwortete: Von Büren. So, schon gut, erwiderte der Riese. Dorthin wollte ich auch, denn da soll manch ein Leckerbissen geben. Weshalb aber hast du diese Schuhe umgehängt? Sieh, sagte der Schneider darauf, all diese Schuhe waren neu, als ich meine Reise antrat. Unterwegs sind sie wie verschlissen, und ich band sie zusammen, damit der Schuster sie flickt, wenn ich nach Hause komme. Da staunte der Riese und sagte: Wenn Büren noch so weit entfernt ist, dann gehe ich lieber gar nicht hin. Scheinbar sind dort auch nicht viel zu holen. Wenn du, altes, trockenes Schnörpelkerlchen, bist ja nichts als Haus und Knochen. Lauf deiner Wege. So kam der Schneider glücklich wieder zu Hause an und Emsbüren war gerettet. Das war Jack Tango erzählt Sagen, Staffel 3.